Ich befinde mich auf dem Weg nach Altenburg, um Ralf Blödner zu treffen, den gesundheitspolitischen Sprecher der Linksfraktion im Thüringer Landtag. Die Situation ist ungewohnt, denn seit wenigen Tagen gilt auch im Nah- und Fernverkehr die Pflicht zum Tragen einer Mundbedeckung. Während draußen blühende Rapsfelder vorbeirauschen, fällt die Einhaltung des Abstandsgebots im beinahe menschenleeren Zug nicht allzu schwer. Gedanken verloren, verpasse ich meinen geplanten Umstieg in Gößnitz und strande stattdessen in Merane, einer sächsischen Kleinstadt am Nordwestrand des erzgebirgischen Beckens. Zum Glück kann mir Torge, Ralf Blödners Mitarbeiter, spontan einen fahrbaren Untersatz organisieren und so gehen die letzten Kilometer meiner Reise mit dem Auto weiter nach Altenburg. Als ich Ralfs zentral am Topfmarkt gelegenes Wahlkreisbüro betrete, befindet sich dieser gerade inmitten eines seiner zahllosen täglichen Telefontermine. Virtuelle Kommunikation ist in Zeiten von physischer Distanz eben das Maß aller Dinge. Als das Telefonat beendet ist, nimmt Ralf auf seinem samtigen, moosgrünen DDR-Sofa in der Mitte des großen, offenen Büros Platz und beginnt zu erzählen, wie er von seiner einstigen Ausbildung zum Krankenpfleger zur Politik gekommen ist. Ich habe auch ein sehr politisches Elternhaus, die auch viele Ehrenämter immer begleitet haben, auch für die PDS damals. Dementsprechend hatte ich auch gute Kontakte zu unseren damaligen Landtagsabgeordneten und habe mich, sage ich mal, immer sehr für Politik schon interessiert. Und bin ja auch 2007 in die Partei Die Linke eingetreten, wo sie sich gegründet hat, damals in Berlin, weil es mir sehr wichtig war, dass es eine gesamtdeutsche Linke gibt, die eben ja geschlossen dort Gesellschaft gestalten und verändern möchte. Und ja, da habe ich mich mit eingebracht und dann nach und nach hat sich das weiterentwickelt. Ja, ich denke, eine große Aufgabe linker Politik ist immer, auf die gesellschaftlichen Missstände aufmerksam zu machen und das laut zu formulieren und zu artikulieren. Dass Verteilungsfragen immer von uns andiskutiert werden, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da kann man auch viele Menschen nochmal davon überzeugen, also sagen wir, für unsere Argumente überzeugen und dann vielleicht sich selbst politisch einzubringen und zu beteiligen. Wir wissen, die Reichen werden immer reicher, die Ärmeren immer ärmer. Das ist leider ein Fakt. Und deswegen ist eine linke Politik ganz wichtig. Was momentan auch nochmal sehr deutlich geworden ist, was wir immer von links kritisiert haben, ist, dass Privatisierung im Gesundheitsbereich kein guter Weg ist. Es gehört eben zur öffentlichen Daseinsvorsorge, dass ja Gesundheitsvorsorge und im Krankheitsfall die Versorgung stimmt, für jeden und jede auch zugänglich ist, einfach zugänglich und dass da Profitlogiken nicht zu suchen haben. Ralf Blödner nimmt sich die Zeit für einen kleinen Rundgang durch die geschichtsträchtige Altstadt. Die mehr als 1000 Jahre alte ehemalige Residenzstadt strotzt nur so vor Sagen und Geschichten aus der frühmittelalterlichen Kaiserzeit. Von Prinzenraub und Reformation, von Kurfürsten und Herzögen, vom Dreißigjährigen Krieg und früher Industrialisierung. Auch die Gräueltaten der NS-Terrorherrschaft und die wirtschaftlichen Verfehlungen des DDR-Regimes haben ihre tiefen Spuren hinterlassen. Heute ist die Stadt weit über ihre Grenzen hinaus vor allem für Bier und Skat bekannt. Vorbei am bekanntesten Wahrzeichen Altenburgs, den Roten Spitzen, machen wir Halt am legendären Skatbrunnen. Doch leider bringt dieser heute kein Kartenglück. Also man kann im Prinzip seinen Skatplatz gar nicht taufen gerade. Nee. Was haben wir jetzt hier? Residenzschloss. Das ist das besagte Schloss und gegenüber das Theater, wo wir im Moment die Bühnenmaschinerie und weiteres erneuern. Alles durch gute Finanzhilfe der rot-rot-grünen Landesregierung möglich. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass dieser ja, Kulturstandort so gestärkt wird. Gibt es im Moment eine Interimslösung mit einem Zelt, was sich am großen Teich befindet. Müssen wir mal sehen. Hoffen, dass das in 2 Jahren alles soweit abgeschlossen ist. Es wird deutlich, wie Ralf Blödner linke Politik immer auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig betrachtet. Im Land wie im Kreistag gilt es, zusammenhängende Themenfelder möglichst passgenau miteinander zu vereinen. Neben Gesundheit und Pflege stehen bei ihm vor allem auch Kultur und Bildung hoch im Kurs. Zum Beispiel haben wir ja jetzt massiv auch die Schulsozialarbeit ausgebaut. Auch ein wichtiger Eckpunkt, um ja, ich sag mal, mehr Gerechtigkeit in Schulen voranzutreiben und ja, mehr sozialen Ausgleich zu schaffen. Also das ist auch, denke ich, ein wichtiger Ansatz, wo man merkt, dass links wirkt und dass wir gerne gestalten wollen.
Und ich glaube, was der Politik allgemein dann innewohnt, ist ja, dass ganz viele Themen Querschnittsfelder sind und man ja immer Berührungspunkte zu anderen politischen Themenfeldern bringt und vor allen Dingen versuchen sollte, Politik ganzheitlich zu betrachten und zu verstehen. Ich glaube, dann kann auch ja der beste Output dort geschehen. Ich möchte von Ralf noch wissen, inwieweit sich die Isolation gerade auf diejenigen auswirkt, die sich ohnehin schon abgehängt und einsam fühlen. Das Problem der Vereinsamung ist tatsächlich auch schon länger bekanntes Problem. Ja, Großbritannien ein eigenes Ministerium geschaffen, um dagegen vorzugehen. Wir hier zum Beispiel in meinem sehr Landkreis geprägten Ostthüringen auch im Altenburger Land wissen, dass viele, auch gerade ältere Mitmenschen, sich sehr abgehängt fühlen, zum Teil wirklich vereinsamen in ihren Dörfern. Und da muss man unbedingt dagegen steuern. Da gibt es auch Ideen oder läuft ja schon Dinge an. Das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generation, komplizierter Begriff, aber ein gutes Programm. Da kann man zum Beispiel Dorfkümmerer mit darüber finanzieren. Menschen, die sich tatsächlich vor Ort erkundigen, wie geht es den Leuten und bei Alltagsproblemen Hilfestellung leisten, halte ich für sehr, sehr wichtig. Gerade in Altenburg, einer Stadt mit rund 17% leerstehenden Gebäuden, innerhalb eines Landkreises mit mäßiger Infrastruktur, überschaubarer Zuganbindung und löchrigem Breitbandnetz, Ralf Blödner hat dieses sehr komplexe Thema als Fraktionsvorsitzender des Kreistages Altenburger Land schon seit Jahren auf der Agenda. Die Immobilienlage in Altenburg ist kompliziert. Dank hoher Denkmalschutzauflagen und geringer Mieternachfrage erscheint für Investoren eine Sanierung in den seltensten Fällen lukrativ. Doch obwohl so auffällig viele Gebäude vor dem Verfall stehen und die Lebenslage für viele BewohnerInnen angespannt ist, strahlt der pittoreske Stadtkern Altenburgs an diesem Tag wie der Nabel einer lebendigen Kleinstadt und einer kulturhistorisch wertvollen Region im Osten Thüringens.